Deutschlandweit haben am letzten Freitag schätzungsweise 1,4 Millionen Menschen für das Klima demonstriert. 23.000 Menschen hiervon in Rheinland-Pfalz haben sich dem globalen Klimastreik von Fridays for Future angeschlossen. Auch an der Ahr, wie hier in Sinzig, waren die Menschen aufgerufen, auf die Straße zu gehen und ein Zeichen für das Klima zu setzen. Heute hat das Klimakabinett die Ergebnisse veröffentlicht und wir mussten auf jeden Fall dabei sein, weil die Ergebnisse, die wir da präsentiert bekommen haben, sind mehr als lächerlich und wir geben uns damit nicht zufrieden und möchten zeigen, dass wir unzufrieden sind mit der Regierung und was die Regierung tut. Der Klimaprotest von Fridays for Future hatte sich an diesem Tag nicht nur an Schüler und junge Menschen gerichtet, sondern jeden, der von der Politik mehr in Sachen Klimaschutz erwartet. Somit war auch die Altersstruktur der Teilnehmer bunt gemischt, vom Kindergartenkind bis zum Senior. Die breite Unterstützung aus der Bevölkerung war vor Ort deutlich sichtbar. Heute sind alle aufgerufen, teilzunehmen und zu demonstrieren. Es läuft heute alles unter dem Hashtag Alle fürs Klima, da wir sagen, wir als Generation sind seit einem Jahr auf der Straße und wir schaffen es nicht mehr. Wir brauchen die Hilfe von alle Generationen. Die 16-jährige Organisatorin der Demo, Finja Bareis, hatte mit einer so großen Resonanz überhaupt nicht gerechnet. Letztlich waren es weit über 300 Teilnehmer, die sich der Demo in Sinzig angeschlossen hatten. Mit Plakaten und Transparenten zogen die Demonstranten mehrere Kilometer durch die Innenstadt, auch mit dem Ziel, andere Menschen als Unterstützer zu gewinnen. Bei der Politik haben wir ja noch nicht so viel erreicht, aber je mehr es wird in der Bevölkerung, merkt man einfach immer mehr, dass man dem Thema nicht mehr vorbeikommt und deswegen ist es einfach wichtig, dass wir immer weitermachen. Teilweise mussten kurzzeitig aufgrund der Demo vereinzelt Straßen einseitig gesperrt werden. Der wartende Verkehr wurde lautstark darauf aufmerksam gemacht, die laufenden Motoren auszumachen. Eine Forderung, der noch lange nicht jeder nachkam. Etwas gegen die Klimakrise zu tun, in Wort und Schrift wurde dies klar zum Ausdruck gebracht, aber auch in gemeinsamen Liedern vermittelt. Der Klimawandel muss aufgehalten werden. Kohle muss gestoppt werden, es muss deutlich weniger CO2 produziert werden im Ganzen. Und auch das Plastikmüllproblem finde ich persönlich richtig schlimm. Also da muss einfach im Ganzen wirklich was passieren. Mit Sprechchören waren die Demonstranten durch die Sinziger Innenstadt gezogen. Ein Bild, das die Barbarossa-Stadt so wahrscheinlich auch noch nicht gesehen hat. Mehrere hundert Menschen streikten für das Klima und das über alle Generationen hinweg. Mit überwiegend selbstgemalten und gebastelten Streikschildern ging es von der Jahnwiese kreuz und quer bis zum Kirchplatz. Hier endete die Demo mit einer Kundgebung. Vom 23. bis 27. September findet dort zudem ein von der neu gegründeten Ortsgruppe organisiertes Klimacamp statt, an dem jeder teilnehmen kann.